Ja, hallo Leute, seit dem letzten Update sind schon wieder 6 Wochen vergangen. Ja, das war ungefähr hier so in dem Bereich, ich glaube am 13. Juli. Seitdem haben wir nochmal ein Abtauchen gesehen im FDAX, eine kräftige Aufwärtsbewegung und in den letzten Tagen eine Abwärtsbewegung. Agatha hat diese Aufwärtsbewegung geschortet und ist jetzt in den letzten Tagen flat gegangen, und zwar der letzte Short war 13.730 bis 830, hier so irgendwo, glatt gestellt auf der 560, das waren plus 220 Punkte, ein Short auf der 440, glatt gestellt auf der 290, das waren plus 150 Punkte. Ein Short 13.190, glattgestellt gerade gestern Abend auf der 960, das waren plus 230 Punkte. Und ein Short auf der 230, glattgestellt auch gerade gestern Abend auf der 930 mit plus 300 Punkten. Ja, so viel zum aktuellen Stand. Und der Rückblick auf den Juli. Ich glaube, den Start des Juli hatte ich ja in den letzten Videos noch dargestellt, bis ungefähr hier. Und vom letzten Video bis zum August hat Agatha mehrere kleinere Trades gemacht. Und zwar, das waren im Juli insgesamt 1550 Punkte. Und ich glaube, diese ersten hier, 170 und 580, die, nee, ich glaube, ihr hattet nur bis hier das mitgekriegt in den letzten Videos. Danach gab es nochmal ein Abtauchen. Da hat Agatha 580 Punkte gemacht. Und dann ein paar kleinere Trades hier. Plus 30 Punkte, plus 80 Punkte, plus 180 Punkte. Ein FGWL auf Einstand raus. Und nochmal 150 Punkte, 120 Punkte und nochmal 240 Punkte. Ja, den Link zu Agathas Website findet ihr auch nochmal unter dem Video. Und ansonsten, ja, so viel für heute.